Damit willkommen zur zweiten Folge Sky Factory 2. Yay, so, ich habe schon ein bisschen was hier vorgearbeitet. Jetzt haben wir ja auch schon eine zweite Erde, die wir noch brauchen für, ja, dass wir jetzt 9 Bäume haben. Also so viel habe ich nicht auf Screen gemacht, weil es wird mir dann auch zu unangenehm. Dann lieber mit euch zusammen, ja. Ah, so. Gut, der ist auf jeden Fall weg. Und jetzt haben wir unsere 9 Bäume, die wir hier gesaved haben. Und da haben wir noch einen Apfel, den machen wir hier rein. Und auf jeden Fall brauchen wir mehr Wood Slabs. Weil jetzt tun wir uns sehr schön hier den einen Baum machen mit Strings, den wir dann mit Würmern infizieren können. Infizierte Würmer. So, aber erst mal hier wieder. Zack. Und jetzt geht's erstmal ja wieder ans Gesnieke. So, das ist auf jeden Fall die Mitte. Machen wir 5 breit, also 5 lang. Also 3, 4, 5. Dann kommt hier. Oh, komm. So. Zack, zack. Den machen wir. So. Machen wir auch 5. 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Dass wir hier eine etwas größere Plattform haben für den einen Baum. So, 2, 3, 4, 5. Und jetzt gleich noch hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Jetzt müssen wir genau auf der Höhe sein. Ja, und jetzt können wir es verbinden. So, da haben wir nämlich dann schön eine einzige große Plattform. So. Zack, 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 zack. Wupp, 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 wupp. So. Na klar, die sind wieder alle. So, und als nächstes werden wir uns dann auch unsere Mobfalle zu widmen. So, aber jetzt erstmal hier. Dass wir etwas safer laufen können. So, jetzt müssen wir uns noch ein paar Slabs holen. Und jetzt haben wir hier gerade wieder einen schönen Baum. Oh, wieder 9 Saplings. Da haben wir gleich die nächste Erde fertig fast. Gerettet. So. Da haben wir nämlich gleich die Erde für da hinten. So. Und Holz können wir ja nicht recyceln. Nee, schade. Aber Äpfel, aber die brauchen wir ja noch zum Essen. Gut, wir brauchen nicht gerade. So, 25. So, haben wir nochmal 48. Die werden erstmal für hier hinten lang. So, nicht X drücken. Nee. Oder Shift. Das werden nämlich diesmal hier springen. Nicht, dass wir runterfallen. Wäre nicht so gut. Na gut, wenn ja eh nichts Wichtiges diesmal dabei. Aber wenn wir mal was Wichtiges dabei haben, wäre es nicht so gut. So. Und da haben wir die auch gleich fertig für den infizierten Baum. So, jetzt müssen wir hier wieder die Mitte austarieren. Das sind alle, das hier ist die Mitte auf jeden Fall. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hier. So, den haben wir gesaved. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Erde noch schön bekommen. Ja, haben wir. Und jetzt haben wir ja schon wieder 2 Bäume. Ach, es geht doch gut voran. Jo. So, den hier rein. Ein bisschen twerken. Na gut, in der Zeit können wir ja noch hier die Bäume. Da haben wir genug, Gott sei Dank, Crooks gemacht. Gott. So, wir warten immer noch auf Regen. Regen. Wir brauchen literweise Regen. So, Saplings. So, da kann kompostiert werden. Da haben wir einen Wurm. Wir nehmen auf jeden Fall 4 Würmer mit rüber. Und machen uns gleich mal noch ein paar
Crooks. Ach komm, weil wir es können. Haben wir zwar fast ganz Inventar nur mit Crooks voll, aber egal. Und du musst jetzt schön wachsen hier, du. Deswegen rocken wir jetzt mal bei dir. Wieder um die Wette. Ein bisschen sachter. Na komm, wachs. Ach, Biom, Savanne. Tut es nach Savanne regnen? Ist jetzt mal eine gute Frage. Ansonsten haben wir der böse, böse Anuskarte. Ah ja, warten. Gut. So, und ich muss mir jetzt infizieren. So, immer schön mittig. Und dann kannst das uns Drinks herstellen. Wir brauchen auf jeden Fall 9, 18, 30 brauchen wir auf jeden Fall. Damit können wir uns dann nämlich noch ein Bett machen. Da können wir da immer schön die Nacht überschlafen. Aber das muss erstmal hier abarbeiten, ja. So, Apfel essen. So, dann nehmen wir uns mal noch ein bisschen Holz. Und machen uns noch ein paar Slabs. Da haben wir 64. So, was machen wir jetzt als nächstes? Machen wir die unendliche Wasserquelle vorbereiten. Für den Fall, dass es regnet. Hier haben wir Plains. Da haben wir Savannenbiom. Das Savanne könnte es auch regnen. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Sneaken. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben auf jeden Fall auch Savanne. So. Sollte ich bitte abholzen. Hier machen wir auch so ein Elberfeld. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Na ja, gut, leicht verbaut, aber macht ja nichts. Oh, Nase juckt. So, wird das sneaken, nicht dass wir runterfallen. So. Na toll. Toller Troll. Komm, weg mit dir. Gut. So. Jetzt nochmal hier. 5 war. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Und 11. Zack. Können wir jetzt hier schön auch verbinden, wenn wir noch genug Holz mit hätten. Genug Slabs haben wir aber nicht. So, und ich bin aber überlegen, wie hoch wir dann die Mob-Falle machen. Die tun wir ja nicht hier. Da könnten. Na doch, können wir eigentlich auch hier mit hinmachen. Muss man bloß ein bisschen sehr safety bauen, da brauchen wir halt noch mehr Holz. Sehr viel Holz und auf jeden Fall brauchen wir da Wasser. Dass die dann in die Mitte reingespült werden. Sneaken, nicht springen. So, wie hoch? 20 vielleicht am besten. Das klingt eigentlich verdammt. Oh. Müssen wir erstmal hier ein bisschen absafen. What the fuck? Ja, es tut halt schon weit ausbauen, ohne dass es ja dementsprechend hell genug ist, weil sonst hätte man nämlich ein paar Fackeln hinsetzen können. Aber haben wir noch nicht. Da müssen wir nämlich dann erstmal Erde 7 um Steine, dass wir, wie nennt sie es ja, Steine rausbekommen. Handy, du bleibst schön an. So, hoffentlich kommt jetzt keiner von hinten angesneakt.
Zack, zack. Es waren aber auch keine normalen Zombies irgendwie. Wer weiß. Nur, ja, und da stehen doch schon die normalen Zombies, ja, die sich einen neuen Skin bekommen. Hab ich. What the fuck? Oha. Also tun wir uns vielleicht jetzt noch mal ein Holzschwert, wenn wir es noch hinkriegen. Ah. Ah ja, Gott sei Dank. Das Holzschwert funktioniert. Yay. Und wir brauchen erstmal was zu essen, einen Apfel, den wir uns schön genüsslich reinziehen können. Und wir brauchen mehr Wooden, dass wir die Barriere anders aufbauen können. Es wird Zeit, dass Tag wird. Dass wir uns dem Stand einen Sieg bauen können. Aber bis dahin müssen wir erstmal die Creeper dann vernichten. Hätten doch nicht so weit schon ausbauen dürfen. Kriegen wir dich so. Sneaken. Sterb. Apfel essen. Huhuhu. Das geht jetzt gestorben. Gut, und jetzt müssen wir auf den Tag warten. Da steht ein Creeper. Tango tanzen mit einem Creeper. Geht eindeutig nicht gut für uns aus. Ja. So. Nein. Der erste Tod. Verdammte Scheiße. Ne, pst, nicht solche Ausdrücke hier. Wir haben eindeutig zu früh, zu weit gebaut. Aber wenigstens haben wir noch Saplings, aber halt auch kein Holz. So. Ah, verdammt. Schnell einen Krug wieder machen. Ja, nicht komplett nur Krugs. Was war sowas von klar? Nein. Ha. Der zweite Tod. Hab ich jetzt wieder auf Respawn geklickt? Ja. Gott sei Dank. Du gehst jetzt hier runter. Ich hab dir befohlen, da runter zu springen. Und dich uns runterzuschießen. Verdammte Scheiße. Ei. Ei, Caramba. Dios mios. Wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht, also tun wir uns mal schnell unser Zeug holen. Und tun hier absafen. Puh. Oha. So, machen wir uns mal wieder ein Schwert. Wir brauchen.
auch eindeutig ein Sieb. So, und ich sag, den können wir jetzt wieder hier hin. Dort. Wir müssen dann den Baum da ernten. Da drüben, den Baum. Ich glaube, wir haben unsere Äpfel verloren, ja. Und den können wir ja nicht so essen. Verdammt. Und die ganzen Knochen, die wir noch hatten, haben wir auch verloren. Nein. Wenn der jetzt auf uns zielt, wäre ich böse. Oh, der hat einen schönen Hut. Ah, warum kann ich Tag sein? Ah gut, wir haben eigentlich noch genug Erde. Können wir gleich noch mal Erde machen? Erde hier geblieben. So. Ach nee, oder? Einen schönen Hut bekommen. Ah, das Skelett nervt. Okay, wir hätten einen. Aber jetzt wird's Gott sei Dank hell. Dann verbrennen die Gott sei Dank. Und dann müssen wir unsere Erde sieben. Oh. Und hoffen, dass wir vielleicht da gleich eine noch einen Apfel rausbekommen, uns ein bisschen Satz zu essen und ein bisschen Leben zu bekommen. Obwohl wir dann das Bone Meal gut dafür benutzen könnten. Komm, ja hell. Lass sie verbrennen. Okay, der brennt. Hallo. So, da können wir uns gleich mal den Knochen hier holen. Das hier etwas umbauen. Ja, das hier hinten müssen wir eigentlich schon abbauen. So, da können wir nämlich nicht nochmal hier hinten drauf hupfen. Und unser Grab abbauen. So, und den einen Baum wieder setzen. Unser Grab schön abbauen. So. Schwert gleich in der Nähe lassen. So. Was haben wir bekommen? Okay. Bone, Strings. Ein paar Pfeile im Kopf und im Arm. Spinnenauge. Och, du Heiland, einen großen Baum. Gut, das heißt, wir können uns erstmal Strings hier machen. Ja, es regnet. Oh yeah. That's great. Es sollte wenn möglich bloß nicht jetzt aufhören zu regnen. So. Wir brauchen eindeutig mehr Crews. Lass mal nämlich den Baum hier. Und hoffen, dass ein Apfel rauskommt. So. Jetzt müssen wir jetzt einfach abwarten, weil es bringt ja nichts hier. Strings haben wir plus 25 bekommen, das ist natürlich fatal. Aber auf jeden Fall können wir uns dann gleich eine Infinity Water Quell machen. Ich hoffe mal, dass wir die zerstören können, wenn wir dann hier drumherum nochmal Slabs gebaut haben. Handy bleibt an. So. Apfel, ich bräuchte noch einen Apfel. Natürlich kein Apfel.
Jetzt können wir uns einen Sieb machen. Ah, verdammt, hier wird jetzt auch noch Wasser reingefunden. Na gut. Die dann hier rein. So, wir können ein Sieb. Dafür brauchen wir ein paar mehr Sticks. Und so. Es fehlen ein paar zum Bett. Naja, gut. So, das war so. Wir waren so und dann zwei Sticks dahin und da haben wir unser Sieb. Wir können uns Erde raus. Wir können uns Stein sieben. Was haben wir von Seed bekommen? Akazien Seed. Gut. Wir bräuchten eigentlich einen Baum, ordentlichen Baum. Der auch ein bisschen mehr Äpfel droppt. So, der ist voll. Na, ach, komm. Muss man ausnutzen hier. Wer weiß, wann der nächste Regen kommt. So. So, und jetzt die noch schön mit Wasser füllen, so voll wie möglich machen. Und noch ein paar Crooks. Na gut, da können wir uns eigentlich gleich mal noch welche machen, damit wir aber gleich wieder Erde reinmachen können. Nicht, dass wir... So, jetzt sind wir unter geschützt. Ach gut. Was? Warum sind wir unter dem Baum nicht geschützt? Nein. Na gut, müssen wir erstmal warten, jetzt mit der Regen wieder vorbei ist. So. Please hold the line. Okay, da können wir uns eigentlich gleich noch ein paar Crews machen. So. So. Apfel. Ja, mit dir. Schön, jetzt wachsen hier schön die Bäume. Ja. Da hatte ich noch einen Apfel. Oh, am dritten Tag haben wir Wasser bekommen. Wunderbar. Und da können wir wenigstens schön in Ruhe unsere Saplings hier machen. So, Rottenflasche rein, Pfeil, Äpfel. Können wir, oh, jetzt können wir uns erstmal wieder gesund essen. Regen sei Dank. So, oh, die sind alle fast voll. Können wir gleich mal gucken, wie wir ein Sieb machen. Was wir da alles Schönes rausbekommen. Da hat man wenigstens auf Used. Clay. Da müssen wir hier rumgucken. Ja, das sieht nicht so... Ach ja, stimmt, da müssen wir hier gucken, aber da brauchen wir halt die Essenzen. Clay. Da brauchen wir... Wasseressenz und Erdenessenz. Und wie bekriegt man die? Indem wir Zombies und Mobs töten. Bestimmt. So, müssen wir es so wieder absafen. Weil wir können uns ja gerade noch kein Bett bauen, um die Nacht zu überpennen. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Wasser. 12 Fässer dort, 3 Fässer hier. Ja. Also über Wassermangel können wir uns jetzt nicht mehr beklagen. So, und gleich mal noch einen Apfel essen hier. So, machen wir uns gleich mal hier Bone Meal draus. Haben wir Würmer hier? Ja, haben wir hier. Da können wir nämlich vielleicht doch gleich noch einen Baum infizieren.
Eins, so, boah, wir haben genug. Oh. Auf jeden Fall ist er größer und gibt uns mehr Strings. So. Zack. Muss mal kurz gucken. Ja, gut. Ein Apfel. Regenzeit. Wir sind aber nicht im Sumpf. Vielleicht sollten wir uns erstmal eine kleine Unterhausung bauen. Da müssen wir auch schon springen. Drei. Vier. So. Dass wir hier unsere Saplings wenigstens reintun können, ohne dass sie mit Wasser in Berührung kommen. Ja, physikalisch gesehen unterstes Niveau, aber wir können ihn schon mal. Zack. Es ist kein Wasser drin. Jo. Da kann man während der Regenzeit gerade mal ein bisschen die Aussicht genießen. Und gleich mal. Wie war's? So und so. Wunderbar, und da läuft es gleich noch ein Zeppelin runtergeplumpst. So, Schwert können wir uns gleich mal noch eins machen. Oder machen wir gleich mal zwei Schwerter. Ja, lange Stick ist nicht. Machen wir uns welche. Eins, zwei. Zup, zup. Hoch ins Inventar. Oh, gleich haben wir wieder Erde. Und nächste Folge können wir dann die Nacht über pennen. Zack. Wieder 8 rein. Ha, die Folge der 3-4 Tote. Ah, naja, gut. Auf jeden Fall haben wir was draus gelernt. Nicht so einfach hinbauen. Auf jeden Fall können Spiders rüberkommen. Und wir sehen, die Mobs können spawnen. Es darf bloß wirklich keine Fackel in der Nähe sein. Aber gut, an der Stelle mache ich dann hier einen kleinen Cut. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Sky Factory 2. Hoffentlich mit weniger Toten. Na dann, bis zur nächsten Folge.